Ja, das klingt doch gut. Was hast du denn noch so? Kreisendes Auge. Wie kann ich zu Diensten sein? Diese Lande wurden in den vergangenen Tagen immer dunkler. Seit ich in den östlichen Bereichen der einsamen Lande gewandert bin, ist ein dunkler Schatten vom Himmel hinabgekommen. Nun patrouillieren sie die westlichen und östlichen Lande auf der Suche nach etwas für ihre ungesehenen Meister. Ich spreche von den Gebreien, schändlichen Kreaturen, die über mehr Intelligenz verfügen, als es solche Kreaturen sollten. Wir müssen tun, was wir können, um ihre Bemühungen zunichte zu machen. Tötet diese schrecklichen Vögel und sammelt ihre Augen. Das ist die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass ihre Informationen nicht ihre Meister erreichen. Ihr werdet sie überall in den Wetterbergen finden. Okay. Das machen wir auch. Lass Was mal. benötigt ihr? Richtung Süden, über den Hügeln und durch das Tal, direkt hinter meinem Lager. Dort müsst ihr Acht geben, dass ihr nicht von Bilwissen niedergestreckt werdet. Ihre Anzahl ist in letzter Zeit rasch gewachsen. Hinter ihnen, ein ganzes Stück südlich, werdet ihr eine Straße finden, die in den Osten und in den Westen führt. Das ist die große Oststraße. Folgt ihr westwärts in Richtung Bree und über eine zerstörte Brücke, in deren Nähe ihr auf eine verfallene Herberge stoßen werdet. Man nennt sie die verlassene Herberge. Der Besitzer, seine Arbeiter und seine Gäste werden mit Sicherheit Hilfe benötigen, nachdem dieser Teil der Welt sich in den vergangenen Wochen so drastisch verändert hat. Sagt ihnen nicht, dass ich euch geschickt habe, nur dass ihr Hilfe anbietet. Sie werden sie ganz für gewiss brauchen. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir als erstes? Und ich meine, wir hatten ja noch diese, warte mal. Machen wir das mal auf, die einsamen Lande. Das sind die drei. Und sonst hatten wir hier irgendwo. Bringt den Lianis. Ach, Kandak ist in der. Ich habe gerade irgendwie Kandak mit Kandait verwechselt. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg in die verlassene Herberge. Oder wir gucken mal oben. Oder wir bringen erstmal ein paar Kebreien um. Lass uns erstmal ein paar Vögel umbringen. Und ich frage mich gerade, wo diese Orks sind, die wir da umbringen sollen. Die waren, einen Moment. Die Orks sind da oben. Ist die Frage, gehen wir erstmal zu den... Ich glaube, ja, die Frage ist, gehen wir erstmal zur verlassenen Herberge oder... Nochmal, ich glaube, ich möchte eigentlich erstmal hoch nach Gondrin. Sagte das Level sagt 22. Alex sagt, klasse. Passt. Ich glaube, ich reite in die falsche Richtung. Nee, ich wollte da gerade echt auf die Wetterspitze drauf reiten. Nein, da wollen wir erstmal nicht hin. Sondern erstmal hoch in Richtung Berge. So. Ein bisschen Kamera umstellen. Und da ist doch schon mal sowas. Ah. Gehörst du dazu? Ja. Dann würde ich mal sagen, die Jagd sei eröffnet. Oh, an die Aufgaben kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist echt so halb blind. Das ist schon so lange her. So. Was haben wir denn noch hier? Das scheint ein Lager zu sein. Das heißt, wir können uns da einmal reinmetzeln. Hallo! Ich weiß gar nicht, was du bist. So. Ein Nahkämpfer, okay. Das war ja, das war ja klasse, dass ich mir direkt drei angel. Ich hab's echt drauf. Sieht aus, als würde er seinen Gefährten da die ganze Zeit erschießen. Und da kommt direkt der vierte. Ich glaub's ja nicht. Auch den interessiert er scheinbar gar nicht. Okay. Bote der weißen Hand. Gott, den mussten wir auch für irgendwas umbringen. Komm, schießen wir auch mal rein. Oh, oh. Oslo. Warum müssen die sich eigentlich immer... Oh. Ist das ein Bart? Nee, das ist ein Kundiger. Stimmt. Okay, erstmal einen Moment warten. Erstmal einen Moment warten und ein bisschen zurückgehen. Ach, da ist auch so ein Kebreinvieh. Ach komm, das können wir aber schnell mitnehmen. Die sind ja schön süß. Tup. Da
erreicht mich auch erst gar nicht. Und da schießen wir auch mal rein. So. Was ist denn noch so ein Pestfall? So, mal kurz dahin schießen. Damit wir da auch was abkriegen. Und einmal. Ups, verdammt, einmal. Attilas, Essenz bitte. Und wo bist du? Ah, nimm doch den richtigen. Fokussier doch den richtigen. Fände ich toll. Dammit. Und. Hep! Supi. So, ich glaube, wir brauchen. Doch, wir brauchen noch einen von denen. Warum steht ihr eigentlich immer so im Grüppchen da rum? Das ist doch nicht nett. Nehmen wir erstmal dich. Naja, drüber springen und doch nicht drüber springen. Ich weiß, ich hab's voll drauf. Ja! So, und jetzt brauchen wir noch Fernkämpfer. Oh oh. Warum gucke ich denn nicht auf meine Energieanzeige, wenn ich einen Kampf beginne? Hilfe! 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 Boah, dass ich das überlebe, hätte ich nicht mehr erwartet. Ja, ja, so macht man's halt, hä? Okay, jetzt brauche ich aber noch ein paar Bogenschützen. So, irgendwie ist das Lager so ein bisschen ausgelöscht. Da hinten ist noch so ein Pestfall. Komm. Trauen wir uns. Trauen wir uns, bevor er uns umbringt. Aber wir brauchen auch noch 3. Dammit. 4. 4, sage ich. 2. Jetzt nur noch 2. Was ist das? Ah, nee. Was ist denn das da hinten? Das ist ein Dornkrankundschafter. Plünderer. Was haben wir hier oben? Rasender Schmetterhauer. Rasender Schmetterhauer. Aber die müssen wir auch noch umbringen. Würdest du mal den nächsten fokussieren? Danke. Komm schon. Da. So. Oh, es ist schon wieder Nacht geworden, Leute. Okay, davon brauchen wir auch noch 4. Ich hätte gern noch Düsterweihe, haben wir gefunden. Ich hätte... Ach, das... Sind wir hier schon in Düsterweihe? Echt jetzt? Es sind so ein paar Orklager hier. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir da schon sind. Ich hätte gern... Bitte, bitte... Oh, noch ein Bade. Was macht der da? Hilfe. Naja. Ach, dich wollte ich gerade eh angreifen. Ja, passt doch. Irgendwo muss doch noch hier... Ne, mit den auch direkt mit, wenn wir schon da sind. Ach, nein. Naja, dann nehmen wir dich auch noch mit. So. Ah, wir haben auch bald ein Level-Up, sehe ich gerade. Ja, cool. Also nicht wundern, wenn gleich mein PC hakt. Er findet das mit Level-Ups gar nicht lustig. Am liebsten, wenn es nach ihm gehen würde, hätten wir niemals ein Level-Up. So, ich hätte gern einen Bogenschützen. 2 eigentlich. Aber man will ja nicht hier die Götter erzürnen. Was ist denn das? Plünderer. Ich will kein Plünderer, Leute. Pestfall da! Pestfall! Meiner! 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 That's mine! So. Stirb! Stirb! Und du auch, weil du es gewagt hast, mich anzugreifen. Dafür musst du sterben. Da hinten ist noch einer. Perfekt. Dann sind wir hier nämlich durch.
können auf dem Weg zur Herberge zu unserem besten Freund Kanaid gehen. Hallo. Du bist ja auch ein lecker Gärlchen. Na, das ist doch mal ein lecker Gärlchen. Ja, das war dann, Xandra kriegt ein Level up und PC beschwert sich darüber. Und schnell! Hilfe! In welche Richtung geht's? Verdammt! Was sollte man sich vorher überlegen, bevor man flieht? Ach, dammit. Ich glaube... So, hier nicht so. Na, kann ich da vorbei? Nein, schade aber auch. Okay. Ah, da. Obwohl, wir können auch direkt mal gucken, ob hier noch ein paar Kippereien sind. Ach nee, das ist aber die falsche Richtung, oder? Ja. Gucken wir direkt mal noch ein paar Kippereien, weil wir brauchen ja auch nur noch zwei. Dann können wir das nämlich auch abgeben. Ich sehe doch was Rotes. Ah, Kippereien. Perfekt. Perfetto. Wie, Ziel ist nicht in Sichtweite? Du kannst mich mal nicht in Sichtweite. Ah, auf diesen Weg wollte ich eigentlich kommen. Als wir so panisch geflohen sind. Reiten wir erst mal ein Stück. Ich glaube, hier ist das nämlich direkt, wenn man hier dem Weg folgt. Ich hätte auch noch ein paar Meterchen weitergehen können. Aber so, dann haben wir nämlich jetzt auch den anderen Kippereien. Die Dornenkrallenwache. Und können uns auf den Weg zu unserem Freund machen. Ist das tatsächlich die Straße? Gott. Ich habe mich wieder so völlig verritten. Oder? Aber so völlig. Oh. Falsche. Vielleicht war das die Straße, aber nur in die falsche Richtung. Das kann natürlich. Ich glaube, das war einfach richtige Straße, falsche Richtung. Sieht gut aus. Aber das habe ich auch eben schon gesagt. So. Aber wir kommen dem näher. Deswegen glaube ich schon, dass es so war. Okay, folgen wir mal der Straße. Ja, genau hier wollte ich doch hin, weil hier ist doch schon unser Freund. Krack. Hallo, Kandait. In deinem komischen Kreis. Viereck. Ich danke euch, Xandra, aber mein Dank kommt Hand in Hand mit Sorge. Denn nie zuvor habe ich in Eriador eine solche Streitmacht von Orks gesehen. Gut organisiert und ausgerüstet. Sie haben ein Lager an einem Ausgang im Mückenwasserpass und ein seltsames Symbol auf ihren Bannern und Schilden. Ein Zeichen, wie ich es nie zuvor gesehen habe. Die Weiße an Sarumans. Dieses Lager birgt eine riesige Menge Orks, und doch mag der Tag kommen, an dem wir sie triumphierend aus den einsamen Landen vertreiben werden. Leider nicht heute, aber vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft. Es gibt da noch eine andere Sache, die unserer Aufmerksamkeit bedarf. Eine dringende Angelegenheit. Mit der Zerstörung des Orklagers am Mückenwasserpass werden wir uns später befassen. Dann verzähl mal. Ach, das ist doch das, was wir eben, den wir eben umgebracht haben. So mal eben so, wo ich meinte, ach, ein Orkbote. Super. Als ich mich zur Suche nach Radagast am Mückenwasserpass aufmachte, sah ich, wie ein Orkbote in großer Eile von dort aufbrach. Ich eilte hinterher und verfolgte ihn in den Hügeln, in Richtung Osten und dann gen Süden. Doch dann wurde meine Suche unterbrochen. Ich konnte ihm nicht weiter folgen, denn am Himmel kreisten widerliche Gebreien. Und hätten sie mich erspäht, so wäre dies unserer Sache abträglich gewesen, als ich es zulassen kann. Daher muss ich euch erneut um Hilfe bitten. Der Bote überbringt wahrscheinlich Befehle an die Außenlager. Wenn ihr den Boten abfangen könnt, erfahren wir vielleicht, wie diese Befehle lauten. Damit wären wir gegen die Bedrohung durch die Orks besser gewappnet. Durchsucht die Orklager in Düsterweihe im Westen und kehrt zu mir zurück, wenn ihr die Befehle habt, die dieser Bote sicherlich bei sich trägt. Ich werde andernorts nach Radagast suchen. Okay. Und die kreisenden Augen? Seid gegrüßt. Auch wenn es wie eine schändliche Tat wirken mag, war sie ganz einfach notwendig. Die Kippereien sind Spione, für Augen in der Ferne, und sie suchen hier einen besonderen Schatz. Bei allem, was ich in letzter Zeit in diesen Landen gesehen habe, fürchte ich, dass etwas Großes in Bewegung gesetzt wurde und kann nur hoffen, dass unsere Aktionen es verlangsamen können. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt, Xandra.
So, dann machen wir uns mal wieder auf nach oben. In Richtung... Ach, Pferd. In Richtung Düsterweihe. Neue Tatgeschichte der einsamen Straße. Ach, ich mag diesen Titel, diese Tat. Die finde ich super schön. Und wenn ich mich recht entsinne, war der doch hier. Plünderer. Und er ist nämlich hier irgendwo rumgelaufen. Aber ich glaube, der läuft überall rum. Nicht nur... Das muss nicht unbedingt hier sein, das ist das Problem. So. Da ist aber keiner. So, gucken wir uns mal um. Ich glaube, das Lager... Ach, Mensch. Ich glaube, das Lager geht aber da oben weiter, ja. Wir gucken uns jetzt mal in Richtung nach oben um. Und vielleicht, weil ich meine, als ich mit Brianna hier gespielt habe, habe ich den oben getroffen. Pestfall. Warum bin ich nicht einfach mal nach oben gegangen, ich Trottel? Was bist denn du? Bote der weißen Hand. Bäm. Ich wusste es, der läuft hier irgendwo. Komm. Genau, komm her zu mir. Mein Schatz. Mein Eigen. Mein Schatz. Ja, stirb. Sieht aus wie diese Pestpfeile, oder? Ja, mit einer Hand. Geh weg. Mit der weißen Hand Sarumans. Befehle beschafft. Ja, das ging doch schön. Das war doch eine dankbare Aufgabe. So, kürzen wir mal ein bisschen ab. Ah! Na, das hat ja einmalig gut geklappt, hier das Abkürzen. Chup, chup. Ja, geschafft. Und nochmal abkürzen. Krrk. Das Böse breitet sich in allen Landen aus, Sandra. Die sicheren Zeiten sind vorbei. Wie kann ich zu Diensten Diese sein? Befehle sind in der schwarzen Sprache verfasst, Sandra. Einer Sprache, welche ich nie zu lernen begehrte. Ich hätte darauf gefasst sein sollen, doch ich hoffte, wir würden sofort etwas Nützliches erfahren. Während ihr den Befehlen auf der Spur wart, folgte ich den Spuren Radagast über die Hügel. Ich war nicht allein auf der Suche, denn eine Gruppe Orks erreichte bald meinen Standort. So musste ich die Verfolgung einstellen und wurde beinahe von den Feinden überwältigt. Auf der Flucht verlor ich meinen Bogen und schaffte es nur mit Mühe und Not, den Orks am Waldrand auszuweichen. Ich bin nur um Haaresbreite entkommen, Sandra. Eine knappe Begegnung, die mir etwas Einblick über den Anführer der Orks verschafft hat. Ihr jedoch habt eure Sache gut gemacht und bald werden wir wissen, was die Orks vorhaben und wer ihre Anführer sind. Okay. Buch 2, Kapitel 2 abgeschlossen. Klatsch, klatsch. So. Was haben wir denn noch hier? Seid gegrüßt. Die Orks haben mir meinen Bogen abgenommen. Es wäre zwar nicht schwierig, einen neuen anzufertigen, doch widerstrebt mir der Gedanke, mich von ihm trennen zu müssen. Er bedeutet mir viel, denn einst gehörte er meinem Großvater, dann meinem Vater und schließlich mir. Sicher hat ihn einer der Bogenschützen des Ork-Anführers Uzor an sich gerissen. Suchte in der Umgebung des Mückenwasserpasses nach Bogenschützen, die das Zeichen der weißen Hand tragen. Ich dachte, du weißt nicht, was das für ein Zeichen ist. Wenn ihr wahrhaft tapfer seid, dann sucht auch in Rausprung im Nordwesten. Dort habe ich aus sicherer Entfernung viele Bogenschützen gesehen. Und vielleicht hat einer von ihnen meinen Bogen als Kriegsbeute mitgenommen. Seid vorsichtig, Sandra. Okay, was haben wir noch? Vorbereitung auf die Zukunft. Was benötigt ihr? Während ihr im Rausprung umherwandert und nach Uzor sucht, solltet ihr nach Schatullen und allem wertvollen Ausschau halten, das die Orks vielleicht gestohlen haben. Wenn ich Radagast richtig einschätze, wird euch das gut auf die Zukunft und die Möglichkeit einer Begegnung mit den verschiedensten Leuten hier in den einsamen Landen vorbereiten. Ich werde jetzt nichts weiter über sie erzählen, da sie sehr zurückgezogen leben und es nicht meine Aufgabe ist, ihre Geheimnisse zu lüften. Wenn ihr sie seht, wisst ihr, wer vor euch steht, aber konzentriert eure Suche auf Rausprung. Ich glaube, er meint die, an denen wir da vorbeigeritten sind, wo ich so überhaupt keine Ahnung hatte, wer diejenigen waren. Okay. Dann machen wir mal jetzt Buch 2, Kapitel 3. Ich wäre den Orks, denen ich folgte, leicht ausgewichen, Sandra, wenn er nicht dieser Oberanführer gewesen wäre, der an ihrer Seite reiste. Uzor, so nannten sie ihn. Und sie zeugten ihm die Art von Respekt, die diese Kreaturen ihren stärksten und wildesten Kriegern vorbehalten. Wahrscheinlich kehrte Uzor über den Mückenwasserpass nach Rausprung zurück, denn das schien sein Herrschaftsgebiet zu sein. Er muss getötet und die Befehle...
die er erhielt, müssen in unseren Besitz gebracht werden. Rauschsprung liegt nordwestlich von hier, am nordöstlichen Rand des Mückenwasserpasses und ist von seichtem Wasser umgeben. Bezwingt den Oberanführer Uzzur und sucht in seiner Nähe nach einem Brief. Kehrt siegreich zu mir zurück. Dann bereden wir, was als nächstes zu tun ist. Rauschsprung wird sich als gefährlicher Ort erweisen, Sandra, also habt Acht. Ich werde meine Suche nach Radagast fortsetzen. Okay.